Hallo, mein Name ist Phil Hollister. Ich bin heute zu einer Buchvorstellung der afrodeutschen Dichterin und Aktivistin Mai Ayim eingeladen. Leider ist sie schon seit 25 Jahren tot. Aber seid gespannt, es ist wirklich eine interessante Geschichte. Ich packe die Erinnerung ein. Ich blase die Kerze aus. Ich öffne die Tür. Wir feiern Mai Ayims 25. Todestag. Wir feiern es hier und wir haben ein Buch herausgebracht, das so eine Art wie Geschenkbuch ist. Es sind nämlich über 50 Farbfotos in dem Buch, was ja auch ganz selten ist. Und das wollen wir heute einfach feiern und vor allen Dingen vorstellen und Ihre Wegbegleiterin zu Wort kommen lassen. Wir wollen diese Bücher feiern und das Gedenken an Mai und die Tatsache, dass sie weiterhin eine ganz starke Rolle spielt und spielen wird in der politischen Bewegung und auch als Lyrikerin und Schriftstellerin. Also Mai war zum Beispiel jemand, die auf der Bühne sehr extrovertiert war. Also auf der Bühne hat sie wirklich in einer Klarheit gesprochen, hat man Gänsehaut gekriegt. Die einen, die immer die anderen sind und waren und bleiben sollen, erklären sich noch immer und schon wieder die eigentlich anderen zu den einzig wahren. It celebrates in white, but it's the blues in black and white. It's the blues. Ja, durch Corona hat es uns alles ein bisschen erschwert, sodass wir eben sowohl im Saal Leute haben, als aber auch draußen im Zelt, sonst würden wir sie gar nicht alle unterbringen können. Ja, Mai hatte mir eine Generalvollmacht hinterlassen. Und dadurch hatten wir jetzt alles mögliche Material noch von ihr. Aufsätze, die nicht veröffentlicht waren, Gedichte, die nicht veröffentlicht waren. Und haben dann gedacht, ja, es ist eigentlich gibt guter Grund, nochmal ein Buch zu machen mit den nicht veröffentlichten Sachen. Und gleichzeitig wollten wir es aber kombinieren mit Stimmen von Personen, die Mai gut kannten und die bisher nicht so zu Wort gekommen waren. Hello everybody. Hi. It's unfortunate we're not able to join you guys, but we definitely wanted to express our appreciation. Wenn du nun plötzlich könntest auferstehen, wie würdest du dein Leben sehen? Es ist sehr bewegend, die Wegbegleiterinnen zu hören in ihrer Erinnerung, und es ist toll, auch in diesem Buch zu lesen, weil da sind so schöne unveröffentlichte Sachen, Bilder, Fotos, Texte, und ganz großartig, dass die Familie einfach auch eine Grußbotschaft gegeben hat. Das berührt mich sehr. Ganz beeindruckt hat mich auch die Geschichte von der Schwester von Mai, die ich auch noch nicht so kannte. Ich freue mich sehr, dass man sich an sie nach wie vor erinnert, dass es nach wie vor neue Texte gibt, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden, die jetzt in diesem neuen Buch zusammengefasst wurden. Mai Ayim spielt in unserem Leben und in unserer politischen Arbeit eine total wichtige Rolle, und es ist schön, das mit so vielen Menschen zu teilen und auch mit anderen Generationen gemeinsam zu erleben. Mai, vielen Dank für das, was du mir beigebracht hast. Ich werde noch einen Schritt weiter gehen und noch einen Schritt weiter und wiederkehren, wann ich will, wenn ich will, grenzenlos und unverschämt bleiben. Lass ein Licht brennen, wie Mai Ayim. Kannst du spüren, wie sich der Wind dreht? Siehst du die Sonne dort am Horizont? Kannst du spüren, wie sich etwas bewegt?